Hallo und herzlich willkommen zu unserem Tutorial Elektronische Medien. Hier erfährst du, was du tun musst, wenn du die elektronischen Medien nutzen möchtest. Dazu gehören die E-Books und E-Artikel, die du bei deiner Katalogsuche findest. Du erfährst außerdem etwas über die Nutzung der Datenbanken und der elektronischen Zeitschriftenbibliothek. Du bist bei deiner Katalogsuche auf elektronische Medien gestoßen. Erkennbar in der Trefferliste an der Erdkugel. Lokaler Bestand sind die physischen Medien, also Bücher, CDs und so weiter. Du kannst auch nach dem Zugang auswählen. Online-Ressourcen und Open Access sind elektronische Medien. Open Access sind frei zugängliche elektronische Medien. Unter den Online-Ressourcen findest du viele elektronische Medien, die lizenziert sind. Lizenzierte Online-Ressourcen sind von außerhalb für Studierende und Hochschulangehörige nur über VPN, Shibboleth oder EZ-Proxy verfügbar. Dazu später mehr. Wenn du das E-Book aufrufen möchtest, dann klicke entweder auf Volltext oder zum Online-Dokument in der Trefferliste. Machst du einen Klick auf den Katalogeintrag, erfährst du Näheres zum E-Book. Auch hier gelangst du zum Online-Dokument. Die Darstellung der E-Books und auch der E-Artikel ist verlagsabhängig und kann sehr unterschiedlich sein. Es gibt die Möglichkeit, das ganze E-Book zu downloaden oder auch nur einzelne Kapitel oder Seiten. Es kann aber auch sein, dass kein Download möglich ist, sondern nur das reine Lesen online. Das ist ein elektronischer Zeitschriftenartikel. Klicke auf Zusatzinformationen online und du bekommst den Zeitschriftenartikel angezeigt. Hier gibt es auch die Möglichkeit, diesen als PDF herunterzuladen. Wenn du auf den Katalogeintrag klickst, hast du wieder noch weitere Informationen, zum Beispiel auch, in welcher Zeitschrift der Artikel erschienen ist, in welchem Jahrgang, in welchem Jahr, in welchem Heft und auf welcher Seite der Artikel steht. Auch hier ist der Online-Zugang wieder möglich. Beachte bitte, dass nicht hinter jedem Katalogeintrag ein Volltext stehen muss. Mitunter sind es, vor allem bei den E-Artikeln, nur Referenzeinträge, das heißt Literaturhinweise. Da empfiehlt es sich, noch eine Recherche nach der Zeitschrift in der elektronischen Zeitschriftenbibliothek durchzuführen. Solltest du auch da keinen Erfolg haben, kannst du gerne den Zeitschriftenartikel über Fernleihe bestellen. Wie geht das? Schaue dazu in unser Tutorial Fernleihe. Auf der Startseite bei den Service-Links findest du noch den Link Elektronische Medien. Dahinter verbergen sich die Datenbanken. Hier erfährst du auch, welche Zugangsmöglichkeiten bestehen, um von außerhalb auf sämtliche elektronische Angebote der Bibliothek zugreifen zu können. Über die Links kannst du dich informieren über verschiedene Angebote und erfahren, was zu tun ist, zum Beispiel bei der Installation des VPN-Clients. Hier siehst du noch Top-Datenbanken. Im Anschluss folgt die Auflistung aller Datenbanken alphabetisch geordnet, die die Bibliothek anbietet. Dahinter steht immer das Zeichen, welche Zugriffsmöglichkeit hier besteht. Klicke einfach auf die entsprechende Datenbank. Darunter steht immer eine kurze Beschreibung, was in der Datenbank zu finden ist. Hinter dem Link Elektronische Zeitschriften befindet sich die Elektronische Zeitschriftenbibliothek. Hier ist die Suche nach Zeitschriften möglich. Es gibt verschiedene Suchkriterien. Du kannst die erweiterte Suche nutzen oder auch den Suchschlitz. Gib ein Titelwort ein, einen Titel, eine ISSN. Du kannst aber auch die Zeitschriften nach Fachgebieten auswählen. Zum Thema Pädagogik
gibt es in der Zeitschriftendatenbank 4149 Zeitschriften. Klicke einfach auf das Fachgebiet. Hier werden dir alle Zeitschriftentitel alphabetisch aufgelistet. Welche Zeitschrift kannst du nun lesen? Orientiere dich an dem Ampelsystem. Ein grüner Punkt bedeutet frei zugänglich, ein gelber zugänglich für Angehörige der Hochschule Zittau-Görlitz. Dann gibt es noch die Kombination aus Gelb und Rot. Das bedeutet, dass nur ein Teil der Jahrgänge zugänglich ist. Und der rote Punkt bedeutet nicht zugänglich. Klicke also einfach auf die Zeitschrift und zu den Volltexten. So, das war's schon. Bis zum nächsten Tutorial. Tschüss!